Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dirk. Schön, dass ihr mich eingeschaltet habt. Heute geht es mal um das Thema Schneeketten für den Fiat Ducato. Und diese Schneeketten habe ich mir vor dem letzten Urlaub selbst bestellt und vollständig bezahlt. Denn wir hatten einige Pässe zu bewältigen gehabt und da kann es gut möglich sein, dass man verpflichtet ist, Schneeketten aufzulegen. Ja, zum Glück war das nicht notwendig gewesen, aber ich habe mir gedacht, der Winter ist noch sehr lang und vielleicht kann ich irgendwann mal sehr praxisnah zeigen, wie man hier die Schneeketten auflegt, wie gut das Ganze funktioniert. Das sind Automatik-Schneeketten von BEWAG und das hätte ich ja gerne mal getestet, aber wir haben ja wieder Lockdown und der Winter befindet sich im Moment im Rückzug und deswegen führe ich heute zumindest noch eine Trockenübung durch. Das sind also die BEWAG Servo SUV. Trotzdem sind diese Schneeketten auch für unseren Transporter geeignet. Es ist kein Aussteigen mehr notwendig, dank automatischer Nachspannung. Und ganz wichtig, wer Aluminiumfelgen verbaut hat, es ist ein Felgenschutz vorhanden, so dass diese nicht beschädigt werden. Ganz wichtig ist natürlich die Größe der Schneeketten. Ich habe die RSV 77 montiert, denn ich habe auch nur 215er Winterreifen aufgezogen. Wer die Standardbereifung nutzt, der muss auf die RSV 80 zurückgreifen und das schauen wir gleich uns mal im Konfigurator an. Dazu gehen wir auf die Seite von BEWAG und öffnen den Schneeketten-Konfigurator, wählen unser Fahrzeug aus, das wäre in dem Fall Fiat, und unser Modell, das wäre der Ducato 4, hätten wir hier zu stehen. Die Reifengröße 225/75 R16, müssten jetzt die Nutzungsbedingungen bestätigen und hätten jetzt hier den BEWAG Servo SUV RSV 80 ausgewählt. Hier haben wir die Anleitung und in Folie, nicht etwa in Papier, da hat man mal richtig mitgedacht. Auf der Vorderseite die Montageanleitung und auf der Rückseite die Demontageanleitung. Holen wir die Kette mal raus und ziemlich kompakt ist das Ganze ja. Wenn man die Kette auseinandergesteckt hat, dann sieht das schon mal sehr gut aus. Da ist hier nichts verdreht und nichts verfitzt und jetzt legen wir mal die Kette auf. Wir müssen jetzt die Kette zunächst hinter dem Rad entlang führen und zwar von vorn nach hinten schieben, bis wir das andere Ende der Kette hinten erreichen können. Das müsste jetzt schon gehen. Viel Platz ist ja nicht, das ist das Problem. Und da hätten wir schon die Kette. Jetzt wird der Kettenring hinter dem Rad hochgeführt und verbunden. Das ist ja schon mal eine richtig schmutzige Angelegenheit. Die Kette selbst wird dann nach vorn über das Rad geworfen. Der nächste Schritt wäre jetzt auf Öffnen oder oben zu gehen, um das Spannseil so weit wie es geht herauszuziehen. Jetzt kommt die komplizierteste Aufgabe. Wir müssen den Haken hier einhängen und da fehlen noch gut 5-6 cm. Das heißt also, wir müssen die Kette richtig herumholen. Wir müssen darauf achten, dass die Kette richtig hochgeholt wurde, dass die Abstände eingehalten werden, so dass die gleichmäßig sind und dann kann man den Haken auch ganz leicht hier einhängen. So, der obere wäre eingehängt, jetzt fehlt eben noch der untere und mal sehen, wie gut das jetzt geht. Wenn man das Spannseil richtig entspannt hat und das ist ganz wichtig, dann hat man hier auch ausreichend Luft und man kann den unteren Haken wesentlich besser einhängen als den oberen. So sitzt die Kette jetzt schon mal ganz gut, ist allerdings noch viel zu locker und jetzt dürfen wir nicht vergessen, hier auf Drive umzuschalten, so dass sich die Kette erstmal vorspannt und dann im Fahrbetrieb weiterspannt. Jetzt sitzt die Kette schon wesentlich straffer und wir könnten jetzt sozusagen losfahren. Nach den ersten Metern Fahrt, die Kette liegt gut an, das passt. Das würde sich wahrscheinlich auch noch mehr ausgleichen, wenn man etwas schneller fährt und auch etwas weiter noch. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, das passt eigentlich schon mal ganz gut
und es geht auch relativ schnell, wenn man weiß, wie es geht. So, jetzt hier auf Öffnen. Dann entspannt sich das Ganze wieder. Unten aushängen, hier oben aushängen. Jetzt hat man auch kein Problem, wenn die Kette richtig liegt. Dann geht das ganz einfach hier. Da hat man dann genügend Luft. Da muss man nicht mal das Seil ganz ausziehen. Also das ist dann kein Problem. Man muss eben immer beim Montieren die Kette richtig nachspannen und das auch möglichst ausrichten, dass diese Abstände gleich sind. Auch das von hier unten dann so weit wie möglich dann eben ausgleichen, so dass das passt. So, mal sehen, ob wir jetzt die Kette runterkriegen, ohne dass wir das Fahrzeug bewegen müssen. Das den Ring wieder auseinandernehmen. Ja, und dann sollte man das normalerweise schon rausnehmen können. Und damit ist die Kette wieder abmontiert. Aus meiner Sicht muss ich sagen, es gibt sicherlich schönere Arbeiten, als Schneeketten anzulegen. Aber wenn man das Ganze schon mal trocken geübt hat und man weiß, wie man vorzugehen hat und in welcher Reihenfolge, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Man sollte auch die Ketten mal ausprobieren, ob die Größe überhaupt passt für die eigenen Reifen, ob die Kette auch keine Materialfehler aufweist. Nicht, dass man hinterher feststellt, die Kette kann ich gar nicht verwenden, weil irgendetwas hier kaputt ist. Das kann ja immer wieder auftreten. Deswegen sollte man beide Ketten mal auflegen und schauen, ob das Ganze alles passt. Ansonsten, das Auflegen selbst ist überhaupt gar kein Problem. Man hat die Anleitung dabei. Man kann sich die Gänge leicht einprägen. Also da muss man auch nicht ständig darauf schauen und das nach Anleitung machen. Wichtig ist eben, dass man alles richtig eingehangen hat, also diesen Ring richtig schließt, damit er nicht mehr auseinandergehen kann und natürlich auch die Hägen richtig einrastet. Man hat hier nochmal diese Felgenschoner dran, also diese Ketten sind auch für Aluminiumfelgen geeignet, dass man sich keine Schäden macht. Also überall, wo die Kette letztendlich mit der Felge in Berührung kommen würde, hätte man diese Felgenschoner dran. Und da passiert eigentlich nichts. Ich würde sagen, wenn man Übung hat und man weiß, wie man vorgeht, man muss natürlich darauf achten, dass man die Kette richtig schön spannt, dass man darauf achtet, dass die Kette gleichmäßig liegt, dann bekommt man das auch alles gut zusammen. Länger als 6 Minuten dauert das Ganze nicht. Man muss natürlich eins mit einkalkulieren, wo bleibt man denn stehen? Vielleicht hat man sich schon eingegraben mit dem Fahrzeug, dann kann man natürlich die Kette wahrscheinlich nicht so einfach auflegen. Da sollte man dann schon einen Klappspaten dabei haben, um das Rad freizulegen. Man sollte auch darauf achten, dass man die richtige Bekleidung vielleicht dabei hat. Denn man muss ja das Rad umfassen, man macht sich schmutzig. Heute ist es nicht so kalt, da kann man auch mal die Ärmel hochkrempeln. Da funktioniert das. Man hat Handschuhe beigelegt, aber aus meiner Sicht sind das irgendwelche Hygieneschutz- oder OB-Handschuhe. Die sind hier, denke ich mal, nicht so gut geeignet. Also gerade bei großer Kälte, da kann es sein, dass man die schon beim Anziehen zerreißt. Also da sollte man dann sich immer richtige Handschuhe bereitlegen. Und ich denke mal, im Fahrzeug hat man sowas auch immer. Ja, am Ende, wenn man die Ketten wieder abgenommen hat oder wenn man die montiert hat, man kann sich im Fahrzeug wieder waschen. Ist also alles kein Problem. Also aus meiner Sicht muss ich sagen, diese Übung hat mir letztendlich die Angst genommen, irgendwo mal unterwegs stehen zu bleiben. Dann kommen einfach die Schneeketten ohne große Überlegung aus dem Auto heraus, werden aufgelegt und man kommt sicher über den Berg. An dieser Stelle sage ich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.